Zuletzt, wie wir eine Mathe-Schularbeit hatten, habe ich einen Dreier geschafft und ich schaffe eigentlich nicht wirklich so welche guten Noten. Also war es sehr gut. Ich habe mehr als sonst gelernt und bei der Schularbeit war nicht so viel über so ganz Schweres, also habe ich es einfach besser geschafft. Ich habe schon in letzter Zeit besser gelernt als sonst, bessere Noten. Ich schaue öfters, dass vielleicht mein älterer Bruder mir helfen könnte, weil er kennt sich öfters aus, mehr bei Mathe. Oder meine Mutter auch. Ich habe meiner Freundin geholfen und eigentlich noch ein paar Schüler, wenn ich schneller fertig war in der Arbeit. Ich habe mich gut gefühlt, dass ich den anderen helfe, weil ich habe es denen ruhig erklärt und sie haben es dann leicht weitergeschafft, weiterzulernen. Sie haben schon gesagt, dass es denen mehr geholfen hat, weil sie haben zum Beispiel im Matheunterricht etwas nicht verstanden. Dann habe ich etwas verstanden, dann hätte ich es erklärt. Mein kleiner Bruder hat sich wegen etwas aufgeregt. Er regt sich öfters schneller auf als andere sonst. Und ich tröste ihn öfters oder beruhige ihn öfters, indem ich mit ihm ruhig rede und mit ihm dann so spiele, mit seinen Spielsachen. Weil es beruhigt ihn öfters schnell. Man könnte zuerst mit der Person kurz ruhig reden. Man könnte zuerst sagen, ob die gerade reden möchten. Wenn sie gerade nicht antworten oder sagen, dass sie nicht reden möchten, dann lassen wir es eben dabei. Und vielleicht kommt man dann später und redet ruhig mit denen, was sie denen gestört hat. Und vielleicht etwas tun, was sie gerne mögen zu tun. Ich kann gut zeichnen. Und ich mag es auch gern, Volleyball zu spielen. Ich kann schon andere mehr beruhigen, weil ich beruhige auch manchmal meine kleine Nichte, wenn sie so traurig ist manchmal. Mir macht es Freude, wenn meine Nichte und mein kleiner Bruder mit mir vielleicht zusammenspielen, dass wir zu dritt etwas spielen, weil denen freut es auch und dass wir alle zusammen etwas tun. Oder dass wir so ein Treffen mit unserer Familie haben, das freut mich gern, weil ich liebe es, wenn wir alle zusammen sind. Meine Familie bringt mich zu lachen und alle meine Geschwister sind dort. Oma, Mama, Papa, alle sind dort, keine Arbeit und dann können wir einfach in Ruhe etwas Schönes machen, zum Beispiel an Weihnachten, Ostern. Wir essen etwas Leckeres vielleicht, so trinken auch, wir reden auch und manchmal tun auch die Geschwister so lustig herumspielen mit uns, die Älteren. Wie für manche ist es vielleicht anstrengend, habe ich gesehen und gehört, dass die öfters mit ihren Familien streiten und dann so vielleicht sehr wütend sind. Aber egal, wie oft du mit deiner Familie streitest, die haben dich trotzdem lieb. Obwohl auch sehr viel Streit passieren kann. Es passiert öfters bei vielen.